Wieder bei Madden NFL 21. Wir sind zurück in der Superstar MVP Serie. Giddy up! Es geht immer noch um Tyrann Mathieu, den Honey Badger, eine 3-Sterne-Herausforderung. Wir sollen 5 User Tackle setzen. Wir kriegen einen Bonus, wenn wir einen Fumble recovern und wenn wir einen Turnover forcieren. Was eigentlich das gleiche ist. Deswegen, ich hoffe mal nicht, dass sie meinen, wir müssen hier 2 Turnover erzielen. Aber nur 5 User Tackle ist eine knappe Nummer. Wir sind in den Farben des Teams von Tyrann Mathieu unterwegs, in den Farben der Houston Texans, zu denen er gewechselt ist, nachdem er weg ist von den Cardinals. Es geht gegen die New England Patriots. Wir haben ein 0:0. New England hat den Ball an der eigenen 25-Yard-Linie. Wir sind gerade zu Beginn des Spiels. So, und wir versuchen natürlich, einen gewissen Cam Newton hier unter Druck zu setzen. 1. und 10. Newton wirft vollständig. Oh, das ist eine Interception im ersten Play. Deion Sanders mit dem Pick. Der bedankt sich. Also das Turnover haben wir sogar tatsächlich schon geschafft. Das gibt's ja gar nicht. So, da kommt unsere Nummer 4. Das ist Dak Prescott in den Farben der Houston Texans. So, wir haben einen 1. und 10 an der 41. Da es ja eine reine Defense-Aufgabe ist, die wir hier haben. Boah, werden wir mal versuchen, den Ball so schnell wie möglich wieder den Patriots zur Verfügung zu stellen. Sprich, wir versuchen tief zu gehen. Boah, aber da mächtig Druck der Patriots. Fast ein Sack, gerade eben nur noch los. So, und auch hier versuchen wir es wieder direkt tief zu gehen. Wie gesagt, wenn es hier einen Pick gibt, so what, ist das auch nicht wirklich tragisch. Wir gehen in die Endzone. Touchdown für die Houston Texans. Amari Cooper, der hat halt diesen unfassbaren Speed. So, wir sehen den Kickoff. Den Kickoff, den PET, 7-0. Ich bin schon wieder einen Schritt weiter. Ja, das ist ja mal eindrucksvoll hier. 6 Super Bowls. Was da in New England für eine Dynastie, tja, in diesem Jahrhundert stattfand, das wird es, glaube ich, in der NFL kein zweites Mal geben. Hätte man nicht gedacht, nach der ganzen Salary Cup Geschichte und so weiter und so fort, dass es sowas nochmal geben kann. So eine Dynastie. Aber die Patriots, Belichick und Brady, haben es tatsächlich geschafft. So, aber jetzt ist ja alles vorbei. Brady nicht mehr bei den Patriots, sondern bei den Bucks. Und wir haben hier es mit Cam Newton zu tun. Wir versuchen mit einem Blitz zu arbeiten. 1. und 10 an der 23. Tackle an der 25, Sonny Michel mit einem Run. 2. und 8. Wir blitzen aus der Zone heraus. Unter Druck zu setzen. Oh, der war ganz schwach geworfen. Heieieiei. 3. und 8 damit. Auch hier bleiben wir beim Zonenblitz. Versuchen Cam Newton direkt wieder unter Druck zu setzen. Aber der wirft echt schnell. Mills mit dem Hit, aber kein Fumble. Und das war schon unser 2. User Tackle. Also das kann hier schon wieder eine längere Nummer werden. Wir hatten ja schon mal so eine ähnliche Challenge innerhalb der Superstar MVP-Reihe. Das ist immer sehr, sehr zäh. Sanders nimmt den Ball auf. Der Return. Boah, der ist schnell gestoppt an der 22-Yard-Linie. Und da würde ich sagen, geben wir den Ball auch direkt per Punt wieder zurück. Denn wir müssen ja hier nicht auf Teufel komm raus versuchen zu scoren. An der 20-Yard-Linie darf Cam Newton wieder aufs Feld. Wir blitzen mit dem Thunder Smog, aber bis dato ist es noch nicht so, dass wir tatsächlich mal an Cam dran gewesen wären. Schöner, harter Hit. Aber
kein Fumble. Heißt, wir haben einen 3. und 5. Zweiter Versuch und Linie. Tackle an der 28. Dritter Versuch und 2. Aber wir blitzen wieder. Ein Mörder-Hit gegen Sonny Michel, aber der hält halt auch den Ball fest. Aber das waren harte Hits, die wir setzen konnten. Aber leider Gottes müssen sie jetzt punten. Wenn wir übrigens den Punt blocken würden, würde das zählen. Das ist ein Fumble. Aber da sind wir von entfernt. Das erste Quarter ist vorbei. Wir brauchen nur noch einen einzigen Tackle. Das heißt, da werden wir wohl uns mit dem Gedanken gewöhnen müssen, gleich diese Challenge hier ein weiteres Mal zu spielen. Jones mit dem Kick. Ball an der 22. Oh, der geht weit nach hinten. Der geht leider in die Endzone. Oh, schade. Sonst hätten wir Newton richtig weit hinten gehabt. So ist er wieder an der 20-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für New England. Vollständiger Pass über die Mitte. Wir sind an der 20-Yard-Linie wieder. Also der Ball war zwar vollständig, hat aber keinen Raumgewinn für die Patriots gebracht. Wieder zeigen die Texans von DeMarcus Lawrence. Aber da waren wir zum ersten Mal richtig dran an Newton. Dritter und 10 an der 20-Yard-Linie. Und der Ball ist incomplete. Wieder ist ein Drive der Patriots zu Ende. Wieder versuchen wir natürlich, hier den Punt zu blocken. Aber da kommt keiner wirklich gut durch. Sanders Mutter sehen allein. An der 31. Und wir punten natürlich den Ball direkt wieder rüber zu den Patriots. Wir versuchen den mal ein bisschen auf die Außen. Vielleicht, dass er über die Seitenlinie eher geht als in die Endzone. Hui, Awuzie läuft einmal komplett am Ball vorbei. So, erster und 10 an der 6-Yard-Linie. Schauen wir mal, ob die Patriots konservativ reagieren mit Laufspiel. Da sieht es eher nach aus, oder? Ob sie ihr Schicksal in die Hände von Cam Newton legen. Der unwahrscheinlich Glück hat, dass er hier nicht für einen Safety gesackt wurde. Zweiter und 10. Sehr riskantes Play Calling der Patriots. Gehen sie tief. Aber sie haben Glück. Cam Newton bringt den Ball an. Kein User Tackle. Wir sind beim Two-Minute Warning. Aber Newton hat halt auch den Vorteil, den hat auch so ein Big Ben, so ein Ben Roethlisberger hat. Das sind halt echte Kanten. Incomplete Pass. Zweiter Versuch und 10. Duell geht da nicht wirklich viel bei New England. Ja, ich weiß, Raffing the Passer. Wir haben es lange nicht mehr gehabt. Ich habe mich jetzt wirklich mal ein paar Spiele diszipliniert, aber... Ach, das ist immer diese Geschichte, wenn du einen Fumble erzwingen musst. Erster und 10 an der 48-Yard-Linie. Zonenblitz der Texans. Der Ball am Boden. Incomplete Pass. Zweiter Versuch und 10. Wieder ein Zonenblitz der Texans. Ah, das war ein Screen. Da haben sie die O-Line mal komplett
aufgegeben, haben versucht, für den Running Back zu blocken, aber der hat noch nicht mal eine Chance bekommen, den Ball zu erhalten. Das ist ein dritter. Da ist der Sack und das war der fünfte User Tackle. Hätte ich jetzt gedacht, oder? Ja. Damit haben wir die Challenge geschafft. Hurra. Aber nur mit 4 Sternen. Heißt, wir müssen direkt nochmal wieder da rein. Und das ist halt das Schwere bei dieser Challenge. So, wir verteidigen mal in einer Zonenverteidigung. Einfach, dass ich hoffe, dass er vielleicht ein bisschen mehr Anlauf auf die Receiver gehen können. Allerdings sollten wir dann auch versuchen, den Tackle zu setzen. Zweiter Versuch und 6. Wir bleiben dabei. Wieder eine Cover 4. An der 33 wird Sony Michel getackelt. Und damit haben wir einen dritten Versuch. Dritter Versuch und 2, genau. Der Ball ist an der 33 der Patriots. Vollständiger Pass. Ball an der 43-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für New England. Das ist vielleicht auch das Smarte bei so einer Nummer, dass die Drives der Patriots dadurch mal ein bisschen länger dauern und wir viel höhen. Da habe ich mich jetzt gerade mal bewusst zurückgehalten, in der Hoffnung, dass vielleicht ja auch meine Spieler selber, meine Linebacker mal einen Fumble erzwingen können. Tun sie leider nicht. Oh, die Marcus Lawrence rutscht ab. Gilt aber als User Tackle, das ist ja mal fair. So, es ist ein dritter Versuch und 6. Der Ball an der 47-Yard-Linie. Vollständiger Pass. Ball an der 34-Yard-Linie. Wir haben das zweite User-Tackle gesehen. Und das erste Quarter ist auch schon vorbei. Das ging jetzt verdammt schnell. Erster und 10 an der 34-Yard-Linie. Newton wirft. Ball an der 23-Yard-Linie. Neuer erster Versuch und 10. Ich versuche jetzt mal, den Hitstick-Tackle unten anzusetzen. Das habe ich eigentlich noch nie groß gemacht. Aber vielleicht gelingt es uns damit, ja. Ah, da geht man sehr tief in den Running Back hinein. Da kann ich noch gar nicht abschätzen, ob das wirklich so die zu erzwingen. Und wir sind schon beim Two-Minute-Warning. Also ein ellenlanger Drive der Patriots. Aber das ist ja nicht schlimm. Es ist ja genau das, was wir auch wollen. Zweiter Versuch und 11. Marcus Lawrence rennt an ihm vorbei. Da habe ich halt versucht, diesen Down-Hit zu setzen. So, dritter und richtig lang jetzt für New England. Miles mit dem Tackle. Dritter und 5. Field Goal Try. Und auch das gilt, wenn wir den blocken sollten. Wäre es ein Fumble, aber das gelingt leider nicht. Die Patriots machen Punkte. Sekunden noch im zweiten Quarter zu spielen. Da werden die Patriots natürlich dankbar diese Führung mitnehmen wollen. Also wir versuchen mal tief zu gehen.
Nehmen wir den Cowboy Slot Slant. Cooper links. Lamb auf der rechten Seite. Und der Ball geht raus zu Lamb. Der bringt ihn an die 9-Yard-Linie. What a play. Unfassbar. Dieser Wide Receiver Rookie. Und unfassbar ist auch hier, dass Prescott immer noch auf den Beinen ist. Aber jetzt ist Halbzeit. Ja, es geht hier ja nicht um darum, selber Punkte zu erzielen, sondern wir müssen ja dafür sorgen, dass wir hier es schaffen, die User Tackle zu setzen und irgendwie einen Fumble zu erobern. So, das ist Sanders mit dem Return. An die 32-Yard-Linie kommt er. Wir haben einen ersten Versuch und 10. Da versuchen wir jetzt wirklich mal mit langen Bällen in die Endzone zu kommen. Ich würde hier nämlich schon gerne in Führung gehen. Und das gelingt nicht, denn das ist ein Pick. Interception. War das Stephon Gilmore? Es sieht zumindest frisurentechnisch danach aus. So, und wir ziehen uns wieder zurück. Ziehen uns jetzt sogar richtig weit zurück mit dieser Cover 4. Newton wird den Ball gerade noch los. Zweiter Versuch und 10. So. Ich würde gerne in der Cover 4 bleiben. Und wieder ziehen wir uns zurück. Zweiter und 10 an der 12-Yard-Linie ist der Ball. Da ist der Fumble. Wir schaffen es aber nicht, ihn zu recovern. Oh, ist das bitter. Leute, ist das bitter. Da läuft Newton einmal. Der Ball ist frei. Und dann schaffen wir es nicht, ihn aufzunehmen. Dritter und 12. Das ist so bitter. Wir wissen ja selber, wie schwer es ist, hier diese Fumbles zu erzwingen. Das ist ein vierter Versuch und 12. Wir sehen die Punt Unit auf dem Feld. Sanders an der 38. Nimmt den Ball auf. Retourniert bis an die 41. Jetzt haben wir zumindest die Chance hier, dass wir schauen, dass wir hier in Führung gehen. Das wird mir schon gefallen, damit die Patriots nachher nicht anfangen, irgendwie auf Zeit zu spielen. Achten auf unsere beiden äußeren Receiver. Johnson kann sich hier erst nach einer Ewigkeit lösen. Oh, das war Amai Cooper, Entschuldigung. Das hat richtig lange gedauert. Tja, aber dann ist er allein in der Endzone. Touchdown. Wir sehen den PET. Ball in der Luft, der ist gut. Den PET 7:3. Also locker verwandelt. So, damit gehen wir in Führung und wir haben nicht die Gefahr, dass die Patriots nachher irgendwie im Schlussviertel anfangen, hier übelst auf Zeit zu spielen. Aber mit dem Fumble, das ist so ärgerlich. Mann, 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 Mann. Der Return. Gestoppt an der 24-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die New England Patriots. So, aber wenn wir damit natürlich es auch schaffen, dass Scramblen für Newton interessant wird, dass er selber läuft, ist das ja ideal. Den Running Back, den versuche ich gar nicht selber zu tacklen, weil die lassen die Bälle relativ selten liegen. So, wieder ziehen wir uns zurück. Zweiter und 6, der Ball ist an der 28-Yard-Linie. Und wieder laufen sie. Miss Tackle, Ball an der 33-Yard-Linie. Oh doch, es galt als User Tackle. Da ist es wieder vorbei. 3 Sterne, es reicht nicht. Wir müssen ein weiteres Mal ran an die Nummer. So, Cover 4. Wir ziehen uns zurück. Ball an der 25-Yard-Linie, alles wieder
Auf los. 4 Yard Raumgewinn. Bedeuten einen zweiten Versuch und 6. Der Ball an der 29-Yard-Linie. Sack von Moore. War das Leroy Glover? Ich glaube ja. Wir haben einen dritten Versuch und 11. Die Patriots gewaltig unter Druck. So, wir ziehen uns zurück. Schauen wir mal, was New England mit diesem Down macht. Da wirft Newton den Ball ins Aus. Ah, das wäre natürlich eine wunderbare Geschichte gewesen, wenn er hier schon wieder unterwegs ist, ihn hier dann vielleicht sogar zu tackeln und damit den Fumble zu erzwingen. Sanders nimmt den Ball auf an der 30. Und ich würde sagen, wir geben den Ball mal direkt wieder per Punt ab an die Patriots. So, versuchen den relativ nah an die Endzone zu legen. Oh. Den nehmen die Patriots auf. Das sieht man auch mal selten. An der 12. Erster und 10 für New England. Wieder ziehen. Vollständiger Pass. Der Ball an der 21-Yard-Linie. So, es ist noch kein First Down. Wir haben einen zweiten Versuch und 2. Ich glaube, wir stellen das Tackling mal auf aggressiv. Denn da sind doch des Öfteren ja mal gute Tackles unserer Linebacker. Von Mills oder von Jalen Smith. Und vielleicht kommt ja auch da mal etwas bei heraus. Dritter und 1. Ball an der 22-Yard-Linie. Das ist ein Fumble und die Houston Texans haben den Ball. So, recover a fumble, erledigt. Force a turnover, erledigt. Jetzt brauchen wir nur noch unsere User Tackle. Genau das ist passiert, was wir uns erhofft haben. Cam Newton läuft zu weit und die Cowboys Defense ist in der Lage, den Fumble zu erzwingen. So, wir geben den Ball leicht und locker wieder zurück an die Pets, weil jetzt geht es nur noch darum, jetzt müssen wir wirklich nur noch die Tackles setzen. An der 20 geht der Ball ins Aus. So, wir setzen unseren Ball. Das hätten wir, glaube ich, jetzt gar nicht gebraucht bei der ganzen Nummer. Aber wichtig ist erstmal, wir haben es geschafft. So, dann gehen wir doch auch jetzt wieder aggressiv ran. Versuchen eventuell sogar die User Tackle durch die Marcus Lawrence direkt zu erzielen. Vollständiger Pass, Sanders mit dem Tackle. Das war der Ball auf Julian Edelman. 2. und 2, wir nähern uns dem Ende des ersten Quarters. Sehen wir noch einen Step? Mein Gott, dauert das lang. Boah, 6 Sekunden, nachdem alles stand und sie schaffen es nicht, den Ball zu snappen. 2. Versuch und 2. Das heißt, wir haben jetzt hier auch jetzt 3 Quarter Zeit, um unsere User-Tackle zu setzen. Erster und 10. Der Drive der Patriots kann weitergehen. Und da haben wir ja gar nichts gegen. Erster und 10. Der Ball an der 32. Lauf über die Außen und da haben wir auf jeden Fall einen Tackle. Unser erster. 2. und 13. Jetzt sind wir schon beim 2-Minute-Warning. Wieder 7 Sekunden. Und diesmal schaffen sie es auch, den Ball zu snappen. Das gibt's ja gar nicht. Aber so viel Druck auf Newton, der muss den Ball ins Auswerfen. Wir sind in den letzten 2 Minuten der ersten Halbzeit. Und die Patriots haben einen dritten und richtig lang. 3. und 13. Durch die Mitte.
Jetzt nehmen wir ein Timeout, weil ich glaube, die Patriots würden jetzt hier die Uhr gerne runterlaufen lassen. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir versuchen auch hier wieder den Punt zu blocken. Und tatsächlich, das gelingt. Jetzt haben wir sogar zwei Fumbles hier geschafft in dieser Challenge-Reihe. Und da versuchen wir doch mal bei der Feldposition, ob uns kein Touchdown gelingt. Cooper und Johnson links, Lamb von der rechten Seite. Dann würden wir nämlich auch noch ein bisschen Zug der Patriots in die letzten zwei Minuten der Partie hineinbekommen. Ball an der 1-Yard-Linie, No-Huddle-Offense der Houston Texans. Und der Ball auf Johnson, Touchdown für die Texans. So, damit haben wir eine Führung. Aber wir haben beide Bonus-Score erfüllt. Wir müssen jetzt nur noch die 4 User-Tackle setzen. Deswegen geben wir den Ball jetzt mal direkt wieder ab an die Patriots und schauen mal, was die noch machen. Ball unterwegs an die, oh, das ist die 4-Yard-Linie. Ah, 6-Yard-Linie, Entschuldigung. Return an der 28. So, wir verteidigen in einer Cover 4. Aber ziehen unsere Defense nach vorne, also gehen aggressiv da dran. Jalen Smith ist da, aber das ist kein User Tackle. 2. und 2. Nein, das war kein Roughing the Passer. Freunde. Leroy Glover. Aber nein, da war der so weit weg. 1. und 10 an der 49-Yard-Linie. Ich schaffe es nicht, die User-Tackle zu setzen. Das ist nicht zu glauben. Im Moment kommen wir nicht heran. Patriots haben ihre erste Auszeit genommen. Ich schaffe keine Tackles. Ich kann machen, was ich will. Also wenn wir jetzt hier den Fumble geschafft haben und nicht in der Lage sind, diese User-Tackle zu setzen, ich glaube, da bin ich wahnsinnig. 1. und 10 an der 37-Yard-Linie. Das war auf jeden Fall einer. Sanders, der ist deutlich schneller, als es der gute Cam Newton ist. Cover 4 Defense 2014. Gehen tief. Incomplete Pass. Ja, aber auch das ist richtig, dass die Patriots hier versuchen, auch mit dem langen Ball in die Endzone zu kommen. Den kann Cam Newton ja auch. 3. und 14, Mörder-Hit. Das war unser dritter User-Tackle. Okay, wir brauchen nur noch 2. Das müsste ja zu schaffen sein. Field Goal Try von der 31. Das ist schon ein Brett. Ein 48-Yard-Field Goal. Und das Ding ist nicht gut. Heißt, wir gehen direkt rüber in die zweite Hälfte der Partie. Die Patriots mit dem Kickoff. Wir nehmen den Ball auf an der eigenen Goal-Line. Sanders mit dem Return. Geht über die Außen und kommt bis an die 49-Yard-Linie. Starker Return von Primetime. So, aber da werden wir nicht drauf aufbauen, sondern wir werden direkt den Ball per Punt abgeben. Wir brauchen noch 2 User-Tackle. Und die würde ich so gerne so schnell wie möglich auf dem Konto haben wollen. Der geht noch nicht mal ins Aus. Der bleibt an der 1-Yard-Linie liegen. Was für ein Punt von Jones. Und glaubt natürlich eine Safety-Chance.
verteidigen gegen den Run durch die Mitte. Und das ist der Safety. Mit Ansage. 9:0 für die Texans. Kommt selten genug vor. Deswegen so eine Gelegenheit immer mal nutzen. Sanders nimmt den Ball auf an der 15 beim Free Kick. Also beim Free Kick habe ich immer das Gefühl, du bist als Returner der einsamste Mensch der Welt. So, es kommt halt auch, der kommt halt zu selten vor, dass man sagen kann, da wissen wir genau, was wir da tun müssen. Denn Safeties sind wirklich eine Seltenheit, gerade also so bei unserem Team. Das kann ich wirklich ziemlich genau, glaube ich, an zwei Händen abzählen. Wenn überhaupt. So, an der 25. Punt aufgenommen von New England. Ach, wie auch so. Wir brauchen immer noch unsere beiden User-Tackle. Erster und 10 für Cam Newton. Wir haben einen zweiten Versuch und 4. Der Ball an der 31-Yard-Linie. Texans bleiben beim Zonenblitz. An der 36 gestoppt Sony Michel, aber neues First Down. Erster Versuch und 10 für die Patriots. Ich bekomme aber auch irgendwie nicht unbedingt einen der Spieler, die irgendwo in der Nähe der Action sind. Also sprich da, wo der Ball ist. 2007 an der 40-Yard-Linie. Und es ist ein Dritter und 6. Und wir haben immer noch keinen User-Tackle gesetzt. Also so langsam werde ich ein bisschen nervös, Freunde. Sack von Mills. Wieder muss New England die Punt-Unit auf das Feld schicken. Und wieder wird er geblockt. Der dritte Fumble. Unfassbar. Und da wir hier in Field Goal Range sind, nehmen wir das mal eben mit. Da ist der Kick. Der ist gut. Es steht 12:0. Und jetzt werden wir mal einen Onside-Kick probieren, weil da haben wir doch des Öfteren mal einen guten Tackle setzen können. Aber auch hier, wir bekommen Spieler, die sind, ich habe immer gefühlt, das ist ja die zweite oder dritte, die zweite, dann ist es sogar noch gut, aber eher teilweise erst die dritte Position, wo wir in der Lage sind, an den Ball zu kommen. So, wir ziehen uns zurück, geben die kurze. Ach, damit, dann schafft Sanders den Tackle nicht. Da hast du mal die Chance dazu. Und dann schiebt er den Receiver nur ins Aus. Oh, da könnte ich verrückt werden. 2009. Kein Sack. Cam Newton wird den Ball noch. Also das läuft gerade alles gegen uns. Das ist unfassbar. Wir kriegen diese Tackles nicht hin. Dritter und 9 an der 42-Yard-Linie. Keine Chance. Keine Chance, einen Tackle zu setzen. So, spielen sie den vierten Versuch aus. Jawohl, also soweit haben wir die Patriots schon mal. Und das ist ja auch schon mal gut. So, wir ziehen uns wieder weit, weit zurück. Interception von Deion Sanders. Und keine Chance, ihren Tackle zu setzen. Ich fange gleich an zu weinen. Das ist unfassbar. Da schaffst du es endlich mal, die zu einem Fumble zu zwingen. Insgesamt ja sogar schon zu 3 Fumbles. Und dann schaffen wir die Tackles nicht. An den gehen sie jetzt natürlich nicht dran. Oh. So, 1. und 10 an der 18-Yard-Linie. Aber es hilft ja nichts. Wir müssen weiter versuchen. Wir haben noch 2 Minuten 36 Zeit. Newton bringt aber jetzt auch keine Pässe mehr an den Mann. Ich meine, sie liegen nur mit
12 Punkten hinten. Aber das war doof halt. Da hast du ein 1 gegen 1 vor der Brust und setzt den. Also ich würde. Es klappt momentan überhaupt nichts. Da kam Leroy Glover durch. Cam Newton wirft den Ball schnell genug weg. Vierter Versuch. Wir blitzen mit dem Engage 8. Und jetzt helfen wir den Patriots. Wir nehmen eine Auszeit. Aber es ist auch schon wieder ein erster Versuch und 10. Und nur noch 1,54 auf der Uhr. Oh, endlich. Sanders mit einem Tackle. So, das war der vierte. Wir brauchen nur noch einen. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Oh, der war fast intercepted. Kein guter Ball von Cam Newton. Ist ein dritter Versuch und 5. Noch 1,29 zu spielen. Freunde, ist das hier eine Nervenschlacht. Interception. In diesem Spiel hier gesehen. Wieder die Punt Unit. Auf dem Feld. Keiner der Patriots geht ran. Nur noch eine Minute und 18 Sekunden auf der Uhr. Wir haben noch zwei Auszeiten, die Patriots, derer noch drei. Mein Gott, das ist also die Patriots, ist das Team, die am allerlängsten immer für irgendein Play brauchen. War das der Tackle? Ja, oh Gott sei Dank, wir haben es geschafft. 1, 2, 3, Stern Nummer 4 und Stern Nummer 5. Maximum Stars geholt. Boah, das war ein Akt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.